Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, beim Kollegen Kohlmeier muss ich eben ein bisschen schmunzeln, weil es stehen ja auch viele andere Dinge im Koalitionsvertrag, die Sie auch nicht machen. Insofern, also so bindend, wie Sie tun, ist ja ganz offensichtlich nicht. Also man muss mal auch mal klipp und klar sagen, dass der Kollege Behrendt natürlich hier ein Anliegen eingebracht hat in die parlamentarische Beratung, dem man politisch eigentlich, außer man ist Christdemokrat, nicht wirklich was entgegensetzen kann. Natürlich müssen die langjährig in Berlin lebenden Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt politisch das Recht haben, genauso über Dinge mitzubestimmen wie alle deutschen Staatsangehörigen, die in Berlin leben, auch. Und natürlich ist es auch richtig und natürlich ist auch völlig richtig, das Alter derjenigen, die an direktdemokratischen Entscheidungen mitwirken, genauso wie bei Wahlen auf 16 herabzusetzen. Es ist überhaupt nicht einzusehen, warum bei der BVV gelten soll, was im Abgeordnetenhaus nicht gilt. Und in Brandenburg hat es ja auch funktioniert mit Rot-Rot und der Unterstützung der Grünen. Ich glaube, die FDP hat sogar auch noch mitgemacht. Da ist das auch auf Landesebene und auf kommunaler Ebene eingeführt worden. Also es gibt eigentlich keinen triftigen Grund, das nicht zu machen. Und ich kann nur sagen, ich hatte ja während der Bundestagswahl die Gelegenheit, mit der Kollegin Högel, die ja der SPD-Spitzenkandidatin war, auf vielen Podien zu sitzen. Und also wenn sie eines wie eine tibetanische Gebetsmühle immer wieder runtergeklappert hat, dann man muss endlich das Ausländerwahlrecht einführen. So, das ist mein politisches Fazit, ist, beide Anliegen sind rundum vernünftig und beiden Anliegen fühlt sich auch die Linksfraktion absolut verpflichtet. Jetzt haben wir natürlich aber trotz alledem das Rechtsproblem, und darüber soll man ja nicht drum rumreden, da müssen wir uns ja auch gegenseitig nicht austricksen. Wir haben einen konkreten Antrag vorliegen und unterliegt noch ein paar mehr Kriterien als nur den guten Willen, und einer davon ist die Rechtsordnung. Und ich muss gestehen, ich war schon ein bisschen überrascht über die Art und Weise, wie hier das Anliegen versucht wird umzusetzen. Klar, die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts von 1990 hat der Kollege Behrendt genannt. Der bremische Staatsgerichtshof hat im Übrigen im März 2014 noch einmal diese Rechtsprechung bestätigt. Da gibt es auch ein spannendes Minderheitenvotum dazu, was sagt, aus welchen Gründen, die ich überzeugend finde, diese Rechtsprechung eigentlich heutzutage nicht mehr haltbar ist. Aber so oder so ist nach dieser Rechtsprechung das Wahlvolk, und zwar in allen drei staatlichen Ebenen grundsätzlich identisch, gebildet durch die deutschen Staatsangehörigen und niemals sonst. Das ist so. Und da muss man sich in der Tat das nochmal angucken. Die einzige Durchbrechung, das hat der Kollege Behrendt ja auch gesagt, ist die Grundgesetznorm von Artikel 28 Absatz 1 Satz 3, die Unionsbürgerinnen und Unionsbürgern kommunales Wahlrecht vermittelt. Das ist die einzige Durchbrechung, die das Grundgesetz zulässt. Und ich glaube nicht, meine Damen und Herren, dass hier die Annahme der Grünen zutrifft, die ja ihrem Antrag letztlich zugrunde legt, der den Antrag trägt. Dass nämlich das Wahlvolk und nur das Wahlvolk vom Homogenitätsprinzip des Artikels 28 umfasst sei, während das, nennen es wir mal Abstimmungsvolk, dort nicht explizit erwähnt, vom Landesverfassungsgesetzgeber mal so frei festgelegt werden kann. Warum nicht? Weil in Artikel 20 Absatz 2 Satz 1 und 2 des Grundgesetzes es heißt, Zitat, alle Staatsgewalt geht vom Volke aus, sie wird vom Volke in Wahlen und Abstimmungen ausgeübt. Da steht nicht, alle Staatsgewalt geht von Völkern aus, sie wird von Völkern, von zwei Völkern, vom einen Volk in Wahlen und vom anderen Volk in Abstimmungen ausgeübt. Also das ist jetzt ein rechtssystematisches Argument, es ist kein politisches Argument, aber rechtssystematische Argumente sollten wir bei Rechtsfragen und gerade auch bei Verfassungsfragen durchaus einfach mit auf den Tisch packen. Insofern glaube ich, es ist ein bisschen gewagt, davon auszugehen, dass für die direkte Demokratie ein anderer, flexiblerer Staatsvolkbegriff zugrunde gelegt werden kann als bei der repräsentativen. Das scheint mir doch sehr, sehr zurechtgebogen. Wie gesagt, in der Sache teile ich, was Sie da wollen. Aber Ihre Argumentation ist sehr zurechtgebogen. Meine Damen und Herren, es gibt gewichtige Stimmen in der Literatur, die die Bundesverfassungsgerichtsentscheidung von 1990 für nicht mehr zeitgemäß halten. Und auch verfassungsrechtliche Rechtsprechung kann sich ändern. So hat das Bundesverfassungsgericht noch 1957 die Strafbarkeit der Homosexualität, die einvernehmliche Strafbarkeit der Homosexualität aus der Verfassung notwendig abgeleitet, während es heute in ständiger Rechtsprechung die Gleichstellung von Ehe und Lebenspartnerschaft fordert. Also geht das offenbar. Und insofern glaube ich auch, dass wir daran arbeiten müssen. Professor Meyer, Hans Meyer von der Humboldt-Universität hat am 6.11.2014 auf einer Veranstaltung von Citizens for Europe die Argumente auch nochmal zusammengetragen. Ich finde, wir sollten daran arbeiten, dass sich diese Rechtsprechung ändert. Das geht aber nur durch Aufklärung und nicht durch Trickserei. Und ich glaube, in einer anderen Frage haben wir hier im Haus eigentlich schon eine Mehrheit.
Und das gilt dann im Übrigen nicht nur für Abstimmungen, sondern eigentlich auch für Wahlen. Wir hatten es hier schon mal beredet, das hat nur der Fritz Felgentreu damals mit ein paar aufrechten, wackern Sozialdemokraten torpediert, nämlich die Herabsetzung des Wahlalters für das Abgeordnetenhaus auf 16. Und ich gebe Ihnen Brief und Siegel, Kollege Behrendt, das wird keine 20 Jahre dauern, bis wir das hier umsetzen. Vielen Dank.